Welcome back to another German food review, and it's pudding time. Dessert with cream, vanilla, and Schokolade is chocolate. Yeah. And this stuff is really cheap. I mean, cheaper than cheap. The cheapest one you can get in the supermarket or discounter, it's 19 cents each. Yeah, 19 cents. That is nothing for 200 grams. Yeah. And yeah, I inhaled this stuff as a kid. Like nothing, 2 or 3 cups from this one here. Yeah, I like the yellow one, not vanilla, it was yellow. Okay, but here's also chocolate. Okay, let's check out the calories for the chocolate one. 100 gram, 110 calories. And sugar, of course. Yeah, so 220 calories for this one. And now let's check out, please focus. Just 98 calories for the vanilla. Vanilla pudding with cream topping. Okay. Also a lot of sugar that's in here. Okay, 11% cream and other stuff. Okay. Vanilla. Yeah. Okay, yeah. And as I said, 19 cents. That is really cheap. So let's see how good it is, or how bad. Here's the cream, and let's open this one as well. Here's the cream again. Okay, let me sniff it. Smells like chocolate. This one here smells like vanilla. Yeah. Okay, and yeah, let me try something here. Oh, okay, I destroyed it. So, okay. Very wobbly. Yeah. If you wait a while, then it's just like water. Yeah. Okay, but let's try the cream first. Here's the cream. Yeah. It's very light, sweet, a little bit milky, and very soft. Yeah, I would say it's okay for 19 cents. What do you expect for such a price? And now this vanilla pudding. Oh, this is really wobbly. Okay, here we go. Yeah, tastes like vanilla. It's very thin. Whatever feels good in the mouth. Nice one. Yeah, no bad aftertaste, nothing. It's not chemical, it just tastes like vanilla. Yeah, I'm surprised, 19 cents. And it's not that bad. Yeah, it's just vanilla, but it could be a little bit thicker. This is very wobbly and yeah, a little bit too thin. Look at this. Okay, one more. Okay, let's try the chocolate one. Yeah, it's the same wobbly thing, and yeah, the cream is the same. So let's get to the chocolate pudding. Here we go. Yeah, it tastes like chocolate. A little bit like dark chocolate. It's not the sweetest one. Yeah. Nothing wrong here. Okay. And this one too. Let's see. Yeah, but I prefer the vanilla one. Why?
Vanilla is just better than chocolate, but this is okay too. Yeah, nothing wrong here. Let's try the cream. Yeah. So rating for this one here. Let me get one more drop. Usually the price isn't that important, but I mean 19 cents. And no bad aftertaste, no chemical taste, just chocolate and vanilla. Definitely a thumbs up for this one. Nothing wrong here. Melbourne Dessert mit Sahne. Alles klar. Thanks for watching. I'll continue in German. So, jetzt gibt es hier Pudding. Aber das ist ganz billiger Pudding. Fokussieren bitte Vanillepudding mit Sahne. Und kennt ihr diese Dinger hier? Die sind aus dem Supermarkt, kosten 19 Cent das Stück. Da muss ein anderer Teller hin. Eine Sekunde. Hier ist er. Ja, 19 Cent eins. Und das habe ich als Kind immer hier wahnsinnig gern gegessen. Vor allen Dingen den gelben hier. Habe ich immer so 2-3 Becher gegessen. Oder gestopft, wie man das auch immer nennen möchte. Aber es gibt Schoko und Vanille. Beide kosten 19 Cent, jeder einzeln natürlich. Und die sind von Milbona. Und das ist ein Lidl-Label, gibt es aber in jedem Discounter und kosten immer 19 Cent. Okay, dann ist hier so eine Sahne drauf. Die ist jetzt natürlich ein bisschen kaputt. Hier seht ihr sie noch ein bisschen besser. Ja, und dann seht ihr natürlich den Pudding. Und das werde ich mal jetzt hier rauf machen. Fangen wir mal mit der hier an. Mit der Vanille. Hier ist die Sahne. Und das wobbelt ohne Ende. Ja. Oh nein. Ja, und wie ihr schon seht, hat das Ding auch einen kleinen Fehler. Aber das kann man verzeihen für 19 Cent. Oh ja, ja. Okay. Das darf man nicht so lange stehen lassen, denn es wird wie Wasser. Ja, fällt schnell zusammen. Okay, hier ist die Sahne. Und jetzt ist hier natürlich Vanille drum. Vorhin konnte ich die so kosten. Die ist ganz luftig, mild und schmeckt ein bisschen nach Milch. Und das schmeckt wie Sahne halt. Und dann kommen wir mal zu dem hier. Und wie ihr seht, hier wackelt das ohne Ende. Aber ich mag diesen Geschmack hier. Ja. Kennt ihr diese günstigen Dinger hier? Hier sind die Kalorien. Vanille hat 98 Kalorien und natürlich sehr viel Zucker. 200 Gramm, ein Becher. Das ist hier drin. 11% Sahne. Und Vanillearoma. Und noch mehr Zeug. Rind. Speise, Gelatine. Okay. Ja, aber hier seht ihr schon, wie sich das auflöst. Also muss man schnell essen. Also liegt es mir gut. Und es schmeckt einfach nach Vanille. Hat keinen Nachgeschmack, keinen ekligen oder so. Ist einfach nur Vanille. Mit einer etwas zu wobbligen Konsistenz. Aber okay. 19 Cent, was will man da erwarten? Ja, dann gibt es noch die Schokolade davon. Hier, Schokolade. Die Sahne ist genau dasselbe. Wollen wir mal probieren, hier rauszuholen. Hier ist sie. Und ein bisschen von dem Zeug hier. Und wie ihr seht, löst sich das auch schon auf. Und jetzt kann ich die Sahne nochmal so kosten. Ja. Milde Sahne. Nichts Schlimmes dran. Und dann hier der wackelige Pudding. Tropft das? Nee. Und das schmeckt einfach nach Schokolade. Eher etwas dunklere Schokolade. Ist nicht sehr süß, obwohl schon viel Zucker drin ist. Aber es ist eher herbere Schokolade. Das ist jetzt nicht wirklich herb.
jetzt kann man das hier nicht mehr sehen. Hat es nicht vorhin 110 Kalorien gehabt? Was ist denn hier los? Guckt euch das mal an. Nährwerte. Nährwerte 110. Okay, hier sind zwei Nährwerte drauf. Aha, okay, ja, Universalbecher. Dann habe ich ja Quatsch erzählt. Dann hat der Schoko. Das ist ja braun, wird wahrscheinlich zu Schoko gehören. Oder? Wie auch immer, das hat auf jeden Fall 110 Kalorien. Wahrscheinlich Vanille. Keine Ahnung. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ja, keine Ahnung. Oder hat der 98? Wisst ihr da mehr? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bekommt es einen Daumen nach oben. Kein ollen Nachgeschmack, das kann man schon essen. Wie gesagt, muss man sich beeilen, sonst löst sich das auf. Zu Wasser und ja, 19 Cent. Ja, 19 Cent. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.